Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Aufgebraucht. Das letzte Aufgebraucht ist wirklich schon, ich glaube, 2 Monate her, denn ich habe es im Oktober total versäumt, das hochzuladen. Und jetzt im November habe ich mir gedacht, komm Stefanie, lass gut sein, mach daraus einfach ein Oktober-November Aufgebraucht. So viel ist es eigentlich wirklich gar nicht geworden. Also es ist trotzdem bei meinem einen Beutel geblieben. Und ich würde sagen, wenn du Lust drauf hast, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du jetzt dran bleibst. Und dann lege ich auch direkt los mit dem ersten Produkt, was ich aufgebraucht habe. Und zwar ist es etwas aus einem Tausch- bzw. Trash-Paket gewesen. Das war eine Bodylotion oder eine Bodymilch von Now Bay, Natural and Organic. Das war so ein eine Orangenmilch mit Vitamin C. Ich fand sie okay. Der Duft war wundervoll. Also die hat wirklich so gut gerochen, aber sie hat sich sehr, sehr schwer eincremen lassen. Also das wäre jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal haben wollen würde, denn ich war eigentlich nach dem Eincremen, habe ich immer schon so lahme Arme gehabt, weil ich musste Creme. Die ist einfach nicht eingezogen. Das war halt sehr schwierig. Aber der Duft an sich, unfassbar gut. Richtig schön, so süßliche Orange, fruchtig, sehr angenehm. Dann hatte ich hier eine Seife. Die hat mir richtig gut gefallen, aber ich war auch die Einzige, der sie gut gefallen hat. Denn das ist so eine Verwöhnseife mit Creme. Also so ein 2-in-1 Produkt mit Shea Butter und Wasserlilienduft. Die ist von Balea, also die habe ich bei DM gekauft. Und erstmal hat sie wirklich sehr gut gerochen. Der Duft war sehr angenehm. Und die war halt wirklich wie so eine Creme auf der Hand. Und mein Mann mochte das überhaupt gar nicht. Er sagt, was hast du denn da gekauft? Und mir hat die so gut gefallen. Also die hat auch wirklich die Haut nicht ausgetrocknet. Also es ist wirklich etwas, was ich mir nochmal wiederholen wollen würde. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Dann sind hier einmal meine Kosmetiktücher leer gegangen von meinem Schminkplatz. Also ich finde, die gab es, glaube ich, bei Edeka. Genau, bei Edeka gibt es nämlich diese Mega-Verpackung. Da sind drinne 80 Stück und die hat richtig lange gehalten. Aber ich habe jetzt auch dann wieder welche nachgekauft, weil die gehören einfach an meinen Schminkplatz. Und ich brauche die immer wieder, ne? Gerade hier liegt wieder so ein Tuch, um Swatches abzuwischen oder wie auch immer. Ja, was habe ich hier noch so Schönes in meiner Tasche? Ein Haarspray von Isana. Das ist einmal dieses hier. Flexible Styles. Starker Halt, die Nummer 3 ist das. Das war völlig in Ordnung. Der Duft war auch sehr angenehm. Also das ist jetzt auch etwas, was ich mir nochmal wieder nachholen würde. Dann hat mein Mann und ich quasi einen Haarschaum leer gemacht. Ich fand das eigentlich relativ gut. Mein Mann mochte das gar nicht. Und das ist einmal von Wellaflex. Ultra starker Halt, für sichtbar mehr Fülle. Also ich habe das gerne benutzt oder ich benutze sowieso generell gerne Haarschaum, wenn ich mir abends meine Haare gewaschen habe und sie dann flechte über Nacht. Und weil ich finde, dann hält das Ganze auf jeden Fall viel besser und es ist auch intensiver. Und ich fand das eigentlich sehr gut. Also es hat wirklich richtig schön wusch gemacht, also richtig ordentlich Volumen. Und ich mochte das, mein Mann nicht. So unterschiedlich ist das. Und dann habe ich hier einmal etwas leer gemacht. Das fand ich überhaupt nicht gut. Das war aus der Blissim Box und zwar ein Gesichtswaschgel mit Aktivkohle. Aber ich bin sowieso ein Mensch, ich mag diese Aktivkohle-Produkte gar nicht, weil meine Haut sprießt dann so unfassbar. Und also ich habe viele Pickel dann und es trocknet meine Haut auch irgendwie aus. Also ich mag das nicht, ich habe es aufgebraucht, aber es ist jetzt echt nicht mein Favorite. Das war jetzt die Marke La Canopée. Ja, das ist halt eben für jemanden, der gerne so Aktivkohle benutzt, ist das wahrscheinlich was Schönes, aber mir persönlich gefällt es gar nicht. Aber das liegt auch generell an diesen Produkten. Dann habe ich ein Deo leer gemacht und zwar von Nivea, das Rosenblüte. Das hat unfassbar gut gerochen. Oh, das war so lecker. Und das hat auch gut gehalten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich nochmal wieder nachkaufen würde. Das fand ich toll. Hat mir gut gefallen. Mein Mann hat ein bisschen was leer gemacht. Und zwar einmal Kneippduschgel. Das ist sogar beides das gleiche. Nee, einmal Nature Feeling und einmal Startklar. Das sieht so gleich aus. Und
ja, ne, ihr wisst ja, Kneippduschgele, mein Mann liebt sie. Dann hat er auch noch ein Schaumershampoo leer gemacht, nichts Besonderes. Und ein Deo von Axe Alaska. Auch, ja, Axe Deo ist auch immer wieder hoch im Kurs bei uns. Dann ging ein Mundwasser leer, nur eins in 2 Monaten, also es wird etwas weniger. Aber das nächste ist, glaube ich, auch fast leer. Also es wären doch schon, es ist immer so eins im Monat, ne, bei uns. Dann passt das. Das ist einmal auch wieder hier sensitiv ohne Alkohol. Ich habe eigentlich fast nur die von Edeka, weil ich mag die ganz gerne. Und diese reine Hautstrips von Isana habe ich aufgebraucht. Die habe ich echt lange nicht verwendet. Ich glaube jetzt echt so 2-3 Monate nicht. Und ich habe die dann jetzt mal wieder benutzt und ihr glaubt gar nicht, wie sich das gelohnt hat. Man kann sich das nicht vorstellen. Die sind toll. Ich habe sie jetzt auch wieder doppelt nachgekauft und es ist jetzt auch wieder bald fällig. Also es muss es wieder machen. Dann haben wir hier 2x Zahncreme. Einmal hat mein Sohn hier die Dentalux leer gemacht und wir haben die Odolmed 3 aufgebraucht. Ich bin gerade wieder so voll in diesem Odolmed 3 Fieber, ne? Also finde ich super. Und die habe ich jetzt auch wieder nachgekauft und die hat ja immer so einen richtig schön frischen Moment im Mund, ne? Also ich mag die richtig gerne. Dann habe ich hier eine Probe gehabt von der It Cosmetics CC Cream Light Medium. Leider ist mir der Farbton zu hell. Selbst jetzt noch, finde ich sehr schade. Ich bin echt der Medium-Typ, was die angeht. Vielleicht im tiefsten Winter, das ist mir dann die Light-Variante. Aber ich glaube, ich bin einfach zu dunkel für die Light-Variante. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, hat mir die gut gefallen. Ich habe das erste Mal jetzt so diese CC Creams benutzt von It Cosmetic. Und ja, fand ich super. Muss man eben hier so ein bisschen sortieren, was ich hier alles noch so habe. Das meiste sind alles jetzt nur noch so kleine Produkte und auch Pröbchen vor allem. Dekoratives habe ich hier auch noch dabei. Ja, okay. Machen wir einmal eben hier weiter mit meinem Dekorativen, was ich hier habe. Das habe ich jetzt gerade alles in der Hand. Ich habe von Essence die Super Curl Mascara aufgebraucht. Und die fand ich an sich richtig schön, aber leider hat sie bei mir abgestempelt. Und ja, und auch nicht allzu wenig. Dann habe ich hier noch ein Parfum von Mon Gourlin. Das hat auch richtig gut gerochen. Das mochte ich sehr gerne. Mein liebster schwarzer Kajal quasi ist leer gegangen. Ich mochte den richtig gerne von L'Oreal, der Matic, weil der war wirklich richtig schön matt und der hat den ganzen Tag gehalten. Den habe ich mir sehr gerne an meinem oberen Wimpernkranz aufgegeben, einfach um meinen Wimpernkranz so ein bisschen zu verdichten. Und ja, der hat mir gut gefallen. L'Oreal Matic würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Und dann habe ich hier noch so ein richtiges Flop-Produkt. Das habe ich, glaube ich, ein- oder zweimal benutzt und das kommt jetzt auch gleich wieder weg. Und zwar ist es einmal hier von Essence, das Lash and Brow Augenbrauengel. Also ich habe das ganz früher mal benutzt, wo ich jünger war. Und da fand ich das eigentlich gut. Und ich dachte mir, komm, probierst du es nochmal aus. Du warst da früher so begeistert von. Und das ist so schlecht. Also entweder hatte ich früher einfach keine hohen Erwartungen oder es ist einfach schlecht geworden. Es macht gar nichts. Also ich gebe mir das auf, ich habe das Gefühl, ich trage mir Wasser auf. Das wird ja überhaupt nicht fest irgendwie. Und das hält ja auch überhaupt nicht die Augenbrauen dort, wo ich sie hinkämme. Also ich habe selten so ein schlechtes Augenbrauengel benutzt. Das kommt definitiv weg. Ich hatte hier nochmal eine Shampoo-Probe gehabt in meinem Trash-Paket, was ich da mal hier bekommen habe. Und zwar war das von Schwarzkopf. Marula und Rose, ein Light Oil in Shampoo. Das hat mir sehr gut gefallen. Erstmal hat das richtig gut gerochen. Ach, Wahnsinn. Und ich musste auch nicht so dringlichst meine Haare wieder nachwaschen. Also es fand ich wirklich gut. Aber ich weiß ja, diese Schwarzkopf-Shampoos, die sind mir einfach zu teuer. Muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ein Duschgel. Das war in so einer Geschenkpackung. Die hatte ich mit einem Parfüm bekommen. Und zwar von Dolce & Gabbana, das Light Blue. Das riecht auch sehr gut. Also ist auch das Parfüm mag ich, aber das ist für mich mehr so ein Frühlings-Sommerduft. Aber das hatte ich jetzt halt aufgebraucht, und weil es dann ja auch mal weg muss. Ne? Das hält ja auch nicht ewig.
und ja, sehr angenehm. Dann habe ich hier einmal eine Maske aufgebraucht und zwar so eine Peel-Off-Maske. Ich habe ganz selten, aber doch manchmal das Bedürfnis, mir eine Peel-Off-Maske zu machen. Gerade jetzt vor kurzem hatte ich eine sehr, sehr schlechte Haut. Ich habe sehr viele Unreinheiten gehabt. Ich habe wirklich ganz viel getan, um das wieder in den Griff zu bekommen. Unter anderem habe ich auch eine Woche lang diese, oder ja, alle 3 Tage hatte ich mir das aufgegeben. Das waren 4 Anwendungen für mich. Diese Peel-Off-Maske. Und ich mag die richtig gerne, weil ich habe ja auch sofort das Gefühl, wenn ich das abgenommen habe, diese Maske, die Haut ist so verfeinert und ebenmäßig, das ist echt Wahnsinn. Also die ist ganz toll, wenn ihr ein bisschen unreine Haut habt oder so, kann ich euch die echt empfehlen. Die kann man durchaus mal benutzen von Isana. Ganz günstig, ich weiß nicht, was die kosten. 40, 50 Cent, die sind wirklich super. Es neigt sich dem Ende. 2 Handcremes habe ich aufgebraucht. Und zwar einmal die, die ich ja sowieso von meinem Hautarzt verschrieben bekomme. Die Cetaphil Pro Itch Control schützende Handcreme. Für trockene und gereizte Haut. Die ist keine Frage. Die ist wirklich toll. Da kam bis jetzt noch keine Handcreme ran, die ich benutzt habe. Und auch diese hier aber von Aldi, diese MAC Fat Soft Creme, die benutze ich ja immer, also die fülle ich immer in meinen Handcremespender. Weil ich muss 1000 Mal am Tag meine Hände eincremen. Immer wieder nach dem Händewaschen oder so, ne? Also es ist eine Katastrophe mit meinen Händen. Aber auch fürs Gesicht, für meinen Sohn oder für den Körper. Und in diesem Handcremespender ist es einfach super, das Ganze zu benutzen. Und man benutzt es auch öfters und häufiger. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Stellt euch so einen Handseifenspender ins Badezimmer und macht euch da einfach die Creme rein. Oder ans Bett, ins Wohnzimmer, keine Ahnung. Und ihr werdet sehen, ihr werdet es öfters benutzen, als wenn jetzt die Tube irgendwo steht. Ist einfach so. Ja, von Eucerin habe ich hier nochmal die Probe leer gemacht, Hyaluronfiller. Die mag ich sehr, sehr gerne. Das ist eine Nachtcreme. Ich benutze immer zurzeit meine Beauty Mates Hyaluroncreme Boost. Die benutze ich morgens und abends. Und abends benutze ich die immer mit den, mit dem rosanen Falten. Booster, ich glaube, das ist der Antifalten-Booster. Davon gebe ich mir mal 2 Tropfen mit rein. Und dann gebe ich mir im Moment 1 Tropfen von dem Pore-Minimizer-Booster mit rein. Das ist dann abends meine Creme. Und darüber, wenn das Ganze eingezogen ist, gebe ich mir immer nochmal die Eucerin Hyaluron Filler Nacht. Die erstmal riecht die unfassbar gut und die hat so eine ganz, auch so eine ganz seidige Textur und ja, die nochmal darüber, das ist so das gewisse i-Tüpfelchen im Moment einfach für mich. Und komme ich sehr gut mit zurecht, versorgt meine Haut sehr gut und das mag ich halt im Moment total gerne. Dann habe ich hier noch eine Foundation benutzt. Da hat mir der Farbton aber überhaupt nicht gefallen. Und zwar ist es einmal von Estee Lauder, die Double Wear Foundation. Das ist die Farbe Outdoor Beige gewesen. Das war so ein richtiger Sandton. Also die Farbe hat mir überhaupt null gefallen, null gepasst, also hat mir gar nicht gefallen, aber ich mag halt die Foundation sehr gerne. Das ist jedenfalls die Double Wear Stay in Place Foundation von Estee Lauder. Ich habe die ja auch in groß, aber die ist eher hell und ich glaube, ich muss eben schauen, welcher Farbton das ist. Hier habe ich sie, das ist die 2N1 Desert Beige. Das ist relativ hell und ich glaube, es könnte sein, dass sie mir jetzt passen wird, aber bis vor kurzem war sie mir halt noch ein bisschen zu hell, aber jetzt bin ich ja eh, ja, sehr blass geworden zum Winter hin. So, hier nochmal eine Maske, eine Hydrogel-Maske von Sisters & Me, Teebaumöl und Gurkenextrakt. Die war auch sehr angenehm auf der Haut, hat mir gut gefallen. Und sie soll die Poren verfeinern. Gut, das tut, glaube ich, kein wirkliches Produkt. 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Und zwar haben wir die Maske mit Teebaumöl. Sie bekämpft Unreinheiten und lässt die Haut frischer und reiner aussehen. Gurkenextrakt schützt die Haut vor der Austrocknung und regt die Durchblutung an. Und das Ganze soll zu einem ebenmäßigen Hautbild beitragen. Kollagen und Hyaluronsäure spenden der Haut 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Und durch die innovative zweiteilige Hydrogel-Maskentechnologie
Mit optimaler Passform passt sie sich jeder Gesichtskontur an und wirkt wie eine zweite Haut. Die Maske entspricht einer Anwendung und enthält oder entspricht so viel wie einer 30 ml Serumflasche. Also, ja, die kann man auf jeden Fall mal machen und hat meine Haut auf jeden Fall sehr schön mit Feuchtigkeit versorgt. War sehr angenehm. Ich habe eine Probe benutzt von Diadermin, Lift und Botology. Diese hier. Liebe Leute, das ist ein wahres Schätzchen. Ich wollte sie mir kaufen bei Rossmann, leider gibt es sie nicht. Ich habe sie auch beim DM nicht gesehen. Und zwar hat die sich so angenehm vercremen lassen auf der Haut. Die ist so schön weggezogen und die hat so ein tolles, wunderschönes Ergebnis hinterlassen. Ich fand die wunderschön. Eine Anti-Age-Tagescreme, pflanzliche Wirkstoffe und Hyaluron. Ich muss nochmal im Internet schauen, ob sie vielleicht bei Amazon gibt oder so. Also die war wirklich toll. Schade, dass es die bei Rossmann und DM nicht gibt. Muss ich nochmal googeln. Lift und Botology. Oder ihr schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die kennt und wo ich die herbekomme. Die ist mega schön. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei iPads aufgebraucht. Ebenfalls, oder nee, von Yuti. Und zwar sind das einmal die Energy iPads. Das waren einmal die mit dem Blitz. Und dann habe ich hier noch die Deep Hydration Pads. Das waren so hellblaue. Ich mag die Yuti iPads unheimlich gerne. Die liegen bei mir im Kühlschrank. Und alle 2 bis 3 Tage morgens benutze ich Augenpads. Einfach, um meine Augenpartie noch intensiver zu pflegen. Ich habe oftmals morgens einfach total die Augenringe, geschwollene Augen. Und wenn die dann morgens aus dem Kühlschrank kommen, ist es so angenehm. Ich lasse die auch, ich weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde drauf. Ich trinke meinen Kaffee, ich tüdel rum und irgendwann merke ich, da kommt nichts mehr. Und dann nehme ich die ab, die sind furztrocken, die Dinger. Und meine Augenpartie ist einfach so gut gepflegt und hydratisiert. Und ja, ich mag die richtig gerne. Und deswegen benutze ich die auch sehr gerne weiter. Ja, das war's mit meinem Aufgebraucht. Dafür, dass es aus 2 Monaten was zusammengekommen ist, war es gar nicht so viel. Muss ich ja ehrlich sagen. Und ja, jetzt geht das neue Sammeln los. Dezember, ich bin gespannt. Der letzte Monat in diesem Jahr. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich bei euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Bis dann, macht's gut, passt gut auf euch auf und bis bald. Ciao.